sehr gefreut. Das ist schön. Warte mal, ich mache sie weg vom Mikro. Ja, okay. Was mir noch einfällt, du hast auch Unterwäsche designt. Stimmt ja, das? Ja, genau. Ich habe es natürlich heute da auch wieder hast an. Du? Oh, das dürfte gleich genau. sehen. Ja. Genau, das war aber so ein Schweizer Projekt. Hat es leider nicht nach Deutschland geschafft, weil das eine Schweizer Firma ist. Aber ab jetzt? Ist, ja, nee, das ist, oh, das ist kompliziert. Aber okay. Egal, ich erzähle jetzt mal das Projekt. Das ist so, das heißt Nick Taylor, ist von einer Mikrofirma in der Schweiz, wurde das gemacht. Und es war halt so, wie soll ich das erklären? Also halt ein ganz normaler Modeljob, aber natürlich ganz speziell, natürlich so in Unterhosen da einfach mal abgelichtet zu werden. Aber hat Spaß gemacht, die auch zu designen und war was Neues. Und fand ich ganz witzig. Das ist cool. Ja, und kam auch gut an, auf jeden Fall. Ja, das glaube ich. Ja. Leider nicht in Deutschland. Ja, leider nicht in Deutschland, aber in der Schweiz. Vielleicht kommt es ja noch. Wer weiß, genau, wer weiß. Ja, gucken wir. So, ich glaube, jetzt haben wir alles drüber. Ich glaube, wir haben alles erzählt. Jetzt gebe ich dir dein Album in die Hand. Hey, du darfst das haben. Ich darf das haben? Ja, sicher. Ehrlich? Ja. Signierst du es mir? Ja, machen wir gleich. Aber du darfst es jetzt noch mal kurz für die Fans da draußen und zukünftigen Fans und alle Mädels, die hier einen Kreischanfall kriegen, vorstellen, was du noch dazu sagen magst. Und ich sag mal danke, dass du da warst. Ich danke dir. Und ich wünsche dir alles Gute und viel Glück. Dankeschön. Und ich danke natürlich euch allen, meine Fans, dass ihr zugeschaut habt und natürlich hier mein neues Album Living the Dream. Ich fände es natürlich alle cool, wenn ihr da mal reinhört. Ich danke euch und ich freue mich natürlich, euch wieder alle zu sehen, auch bei den Autogrammstunden und vielleicht weiter natürlich Living the Dream Tour sind gerade an der Planung, also freue mich drauf. Danke für die tolle Unterstützung, macht's ganz gut, ich habe euch lieb, ciao, bis zum nächsten Mal.